Zwei noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag um 3.25 Uhr in ein in Netphen in der Lahnstraße befindliches Spielhalle ein. Die Unbekannten brachen zunächst die Eingangstür der Spielhalle gewaltsam auf. Eine böse Überraschung allerdings erlebten die Ganoven, da alle Zickzack-Casinos mit einer Nebelanlage gesichert sind. Dadurch mussten die Einbrecher ihren Raubzug vorzeitig beenden. Sie entwendeten zwei Geldkassetten mit einer noch nicht bezifferten Menge Bargeld und richteten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an. Da die beiden Einbrecher durch den Nebel scheinbar Sicht und Orientierung verloren, stolperte einer von ihnen über einen Glastisch und hat sich dabei möglicherweise ein blaues Schienbein oder eine Platzwunde zugezogen.